Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Ausgabe der Hunter News für Juli. Und ja, und wie gewohnt fangen wir an mit dem Intro. Ja, und jetzt direkt nach dem Intro machen wir weiter mit dem Rückblick auf den, jetzt muss ich mich bloß nicht vertun, Juni. Richtig. Wuhu! Ja, der Juni war mehr oder weniger aufregend. Eine große Convention war die Dokumi, wo der Taker eigentlich nicht sein sollte und dann am Sonntag trotzdem da war. It's magic. Richtig, richtig unauffällig mit einem grünen T-Shirt, das war nicht das Messerhunter-T-Shirt, aber es war grün. Und seiner Aiden Pierce-Maske. Wollt es euch nicht zu schwer machen. Und er ging so vorbei und ich so, dieser Idiot, ich bring ihn um. Ja, auf jeden Fall, die Dokumi war relativ cool. Es stehen auch noch einige Videos aus. Wir haben bisher vielleicht hoffentlich auch den Rundgang hochgeladen. Aber zu dem Zeitpunkt des Drehs gibt es erstmal nur das JMAC-Video. Ja. Ist dann auch wie immer auf der Endkarte verlinkt und so. Findet ihr euch bestimmt zurecht. Ja. Und da kommt noch eine Cosplay Collection, da kommt noch ein Rundgang, da kommt noch die Aufzeichnung vom DCM und, da kommt noch ganz viel. Einiges auf jeden Fall. Ja. Dann war, ich glaube, 2 Wochen später, ja, also quasi, wo wir das jetzt gerade drehen, letztes Wochenende die Wimaikai in Wiesbaden. Da waren der Gray, die Mary und ich, haben ein bisschen was gefilmt. Es ist jetzt eine relativ kleine Con, deswegen wird es auch nur ein Video geben. So ein kleiner Zusammenschnitt, Messerundgang, Messe in Zeit. Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, die haben einen schönen Strand in der Nähe. Ja. Da waren wir nämlich auch zwischendurch mal. Der Juni ist vorbei, der Juli fängt an und im Juli ist irgendwie gar nicht so viel, nee. Weil im Juli ist irgendwie nur der Cosday. Ja, aber der Cosday ist persönlich von mir eine meiner Lieblingsconventions und ich freue mich schon, euch den zu zeigen und ja, werde dann unter anderem mit dem Gray, dem Soul, der Franzi und ich weiß gar nicht, ob der Andi auch da ist, ich glaub schon, ja. Unterwegs sein. Nur die einzigen beiden, oder wer mal wieder nicht da ist, ist der Taker und wer dann zusätzlich auch nicht da ist, ist die Mary, weil die beiden in Schweden sind. Ja. Ja, von daher freut euch auf den Cosday und lasst uns doch mal wissen, wer von euch da ist. So, im letzten Video haben wir es schon angesprochen. Wir wurden öfters gefragt, ob wir nicht mal Begriffe, die für die Cosplayer an sich wahrscheinlich schon fast alltäglich sind, ein wenig erklären können, damit auch Neulinge verstehen, was denn da überhaupt alles ist mit WIP, Warbler, Fimo und was weiß ich, wie das Zeug und genau, Gedöns. Wie das Zeug alles heißt. Deswegen haben wir uns vorgenommen, einen Artikel zu schreiben, beziehungsweise eine Art, ja, wie nennt man es am besten? Cosplay 101. Also alles Wichtige, was man an Abkürzungen, Begriffen und sonstigem in der Cosplay-Welt braucht, zu schreiben. Und wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, wo ihr sagt, okay, das ist auf jeden Fall was, was da mit rein muss, egal ob ihr jetzt Neuling seid, ob ihr schon seit 20 Jahren Cosplay macht oder was auch immer, schreibt uns einfach in die Kommentare, schreibt uns eine Mail auf Twitter oder wo auch immer. Ja, und wenn wir dann eine bestimmte Anzahl oder wenn wir sagen, okay, das ist jetzt ein Grundgerüst, dann werden wir das Ding online stellen. Natürlich zwischendurch immer wieder updaten, wenn irgendwas Neues dazu kommt. Ja. Eine riesengroße Mega-Verlosung, die richtig, richtig cool ist, hat uns die Orga von der Konichi ermöglicht. Ja. Und zwar, ja, unser Standardverfahren Konichi, wir wollten Pressetickets, Gedönsrad. Und die haben uns dann gefragt, ob wir nicht Lust hätten. 2 Wochenendtickets sind es. 2. Zu von Freitag bis Sonntag. Genau, 2 Wochenendtickets zu verlosen. Und da haben wir gedacht, ja, weil unsere Fans haben da bestimmt Bock drauf. Genau, weil man muss dazu sagen, Wochenendtickets gibt es nicht mehr im Online-Verkauf. Ja. Denn für den Samstag ist, glaube ich, ausverkauft. Genau. Eigentlich. Also das heißt, ihr habt jetzt die Chance, solltet ihr noch kein Ticket haben, zu sagen, oh cool. Ein Wochenendticket, wie gesagt, gibt es nicht mehr im Verkauf. Ja, und das Coolste daran ist, wir verlosen beide Wochenendtickets an eine Person. Das heißt, ihr könnt einen Freund mit auf die Convention nehmen, einen Freund, eine Freundin und müsst dann nicht alleine durch die Convention-Hallen laufen, weil
Ich glaube, das kennt jeder. Conventions alleine ist immer doof. Conventions hängen auch von den richtigen Leuten ab. Und deswegen habt ihr jetzt die Chance, 2 Tickets für euch und einen Freund eurer Wahl zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Wir werden wahrscheinlich relativ zeitgleich mit dem Video hier ein Bild auf unserer Facebook-Seite teilen. Dieses Bild müsst ihr liken. Natürlich unsere Seite am besten auch liken direkt, weil dann kriegt ihr es auch direkt mit. Und ganz wichtig, in einem Kommentar den Freund verlinken, mit dem ihr auf die Konnichi gehen wollt. Genau, weil dann wissen wir auch direkt, okay, der hat auch einen Freund, mit dem er auf die Konnichi gehen will. Ich meine, davon gehe ich jetzt mal aus, dass jeder einen Freund und hat, der... wer bis jetzt noch keine Freunde hat, der kann sich ja noch welche suchen. Genau, weil wenn ihr mit dem Angebot kommt, hey, wer hat meinen Freund, dann nehme ich dich mit auf die Konnichi, kommt das bestimmt richtig gut. Ja, auf jeden Fall Seite liken, Bild liken, Kommentar schreiben, Freund markieren und die Chance haben, 2 Wochenendtickets für die Konnichi zu gewinnen. Genau. Zeit habt ihr bis zum 17. August, ich würde sagen 20 Uhr, das ist eine schöne Uhrzeit. Für alle, die ein bisschen den Kalender im Kopf haben, das ist der Sonntag von der Gamescom. ich weiß auch nicht, warum wir das auf diesen Tag gemacht haben, aber wahrscheinlich, weil wir dann ein bisschen Zeit haben, um den Gewinner auszulosen. Genau. Beziehungsweise, dass der Gewinner genug Zeit hat, sich zu melden. Ja. Die Auslosung werden wir wahrscheinlich am 18. machen. Dann wird dann auch sofort Bescheid gegeben, wer der Gewinner ist. Wir werden da wieder ein kleines Video schon machen, wie bei unserer ersten Verlosung. Und ja, dann hat der Gewinner eine Woche lang Zeit, sich bei uns zu melden, uns eine PN, eine E-Mail, whatever zu schreiben, mit seinem richtigen Namen und dem richtigen Namen seiner Begleitung, weil wir müssen das an die Konnichi weitergeben, damit ihr auch die Tickets kriegt. Wenn sich derjenige innerhalb der Woche nicht meldet, müssen wir leider neu auslosen. Das kennt ihr sicher, aber wir gehen mal nicht davon aus, dass das passiert bei so einem Gewinn. Ja, das war's. Und wir wünschen euch viel Glück bei der Verlosung, hoffen, dass es die richtigen trifft. Und ja, bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. So, wir sind mal wieder auf unserer Endcard und wie ihr das gewohnt seid, zeigen wir euch jetzt mal, wo es denn hier unter uns überall hingeht. Hier bei mir geht es zur Cosplay Collection von der Dokumi in diesem Jahr. Von der lieben Keks. Hier in der Mitte geht es zum Wimaikai-Rundgang. Der Take hat gesagt, es wird nur ein Video geben. Ja. Das findet ihr dann hier irgendwo. Genau, da unten. Und da hinten wird es... Okay. Cat Content. Yay! Ja, hier wird es dann... Also mein Kater ist gerade durchs Bild gelaufen, aber lasst euch nicht. Also, egal. Hier wird es auf jeden Fall zum Rundgang zur Dokumi gehen. Und ja, das waren auch die 3 Videos. Viel Spaß damit. Genau. Und wer ihr klickt davon, jetzt kennt's an. Genau. Wir machen diese Endcard hier nicht zum Spaß. Ja? Richtig. Okay. Bis dann. Tschüss. Eddie, perfektes Timing. Komm mal her, Schatz. Komm, ich will was Cat-Content in die Endkarte machen. Komm her. Ich glaube, der will nicht. Ach, Doofkopf. Dann eben kein Cat-Content.